Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel und in Darkies World. Und ja, vor allen Dingen herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, was ich jetzt so anfange zu starten. Es geht ja um meinen Mediaserver hier in dem netten 21er Gehäuse von Thermaltake. Der soll ein bisschen mehr Dampf bekommen und dazu habe ich mir eine Adapterkarte besorgt für den M.2 Slot, weil der keinen auf dem Board hat. Und die wollte ich euch heute mal vorstellen. Das ist die von Aqua Computer, ist bestimmt ein Begriff. Da ist, habt ihr schon mal aufgemacht, geguckt, was so drin ist, klimpert immer so schön. Und die wollte ich euch zeigen und dann machen wir uns auch gleich jetzt mal auf den Weg und bauen da mal eine 950er, wenn ich den so richtig greife. Oh, vergriffen. Dazu nehmen wir uns eine gebrauchte 950er Pro. Die sollte auf jeden Fall in dem Adapter auf dem PCI Express laufen. Und dann schauen wir mal, was er da so von sich gibt. Ob das denn funktioniert. Ich wollte es einfach mal austesten und mal gucken, was das so bringt. Auch für die anderen Rechner, die haben ja hier im Haus alle keinen M2, außer meinen. Und naja, da habt ihr ja den ersten Teil schon gesehen. Das gab ja einen kleinen Reinfall. Aber da möchte ich jetzt auch nicht drüber reden. Da kommt ja noch ein zweiter Teil. Okay, dann wollen wir jetzt auch nicht so lange quatschen, kurz mal gucken, was da so drin ist und darüber gehen wir jetzt mal, ziehen jetzt mal kurz um in die Küche. Und in diesem Sinne jetzt ab zum, na klar, wo geht's denn hin? Zum Hardware-Check. So, dann schauen wir uns mal an, was drin ist. Mit einer kleinen Anleitung. So, das ist schon ausgekippt hier alles. Ich habe schon mal vorgeluckt. So, da sind nämlich noch ein paar Schrauben drin, die brauchen wir gleich. Hier wird zumindest brauchen wir die kleine hier und das Pad zum Unterlegen. So, denkt dran, entladen. Habe ich zwar vorhin schon gemacht, aber machen wir nochmal. Nehmen wir uns hier die SSD auch gleich. So, ihr habt da noch eine kleine Anleitung dabei, weil es der Kühlkörper drauf ist. Und in diesem Falle ist das nicht. Legen wir uns das auf den Kunststoff. Nehmen uns die SSD raus. Wie gesagt, ist eine gebraucht. Ich weiß nicht, ob sie hoffentlich funktioniert. Ansonsten muss ich mich wohl ein wenig mit dem Verkäufer auseinandersetzen. So, dann setzt er die wieder im 30 Grad Winkel an. So, und dann habt ihr sie eigentlich schon im Prinzip, jetzt hättet ihr sie drin. Aber da wir hier ein bisschen was untermachen wollen, zieht er hier die Schutzfolie ab. Das ist nichts Besseres als die Wärmeleitpaste. Und dann setzen wir das mal so. Vorsichtig auf. Ich hätte es jetzt auch auf die Dings kleben können, aber das wollte ich jetzt nicht. So habe ich mehr Kontakt. Setzen das noch mal richtig an. Und dann können wir das mit der kleinen Schraube hier schon im Prinzip anschrauben. So soll das eigentlich funktionieren. So. Und dann sitzt das Ding schon mal. Ich zeige es nochmal so. Also wirklich nur handfest anschrauben. Da müsst ihr jetzt nichts Großartiges ballern. Dann ist das von hinten fest. Das muss höchstwahrscheinlich für die, man kann jetzt hier höchstwahrscheinlich auch die Kunststoffschraube hier reindrehen. Können wir auch mal machen, ob das passt. Reine Neugier. Ob die durchgeht. Bin ich ja gespannt. Das sieht auch vielleicht schicker aus. Die passt auch, die könnte auch die Kunststoffschraube nehmen. Richtet es nochmal ein bisschen aus. In dem Fall nehmen wir jetzt wirklich die Kunststoffschraube. Sieht schöner aus.
Ne? Ist optisch auch, glaube ich, schöner, finde ich jetzt. Guckt zwar hinten ein bisschen raus, aber das juckt mich jetzt herzlich wenig. Gut, dann haben wir das und dann setzen wir das Ding jetzt mal in den Rechner und machen einen Test. Ne? Packen wir mal wieder alles zusammen. Dann bis gleich. So, jetzt kommen wir zum Einbau in das Gehäuse. Das Problem ist, der hat ja nun einen PCI Express, nur 16-fach. Tja, was macht man denn da nun? Eigentlich soll da ja noch eine Grafikkarte rein. Aber das habe ich mich dann doch noch umentschieden, da passiert doch noch was anderes am Server. Aber ich zeige euch zumindest, wie man das Ding jetzt hier einbaut. Setzt es vorsichtig ein und sollte nicht so viel, also wie eine normale Grafikkarte einsetzen im Prinzip. Leicht andrücken, anschrauben. Das ist dann auch relativ einfach. Ja, jedenfalls nochmal zum Thema zurückzukommen. Habe ich mich dann anders entschieden, weil ich zwischendurch noch eine Grafikkarte geschenkt kriege, die hat einen HDMI-Anschluss und das läuft als Server auf dem Fernseher halt besser. Ne? Deswegen wird die da nicht landen. Da muss ich jetzt ein wenig mit einer anderen... ich kann so viel verraten, dass es eine SSHD wird, ne, als Startpartition mit einem Terra. Und dann habe ich auch noch ein bisschen mehr Platz. Aber das kommt dann echt in dem Projekt. Jetzt geht es ja erstmal um den Adapter, ob das alles so funktioniert. Nach meiner ganzen Pechsträhne mit meinem Rechner, mit meinem Hauptrechner, ist das eigentlich auch verständlich, dass man da so ein bisschen skeptisch ist. Ne? Also, aber diese Kryo-Adapter sollen sehr gut sein. Von daher muss das einfach funktionieren. Wenn jetzt die Platte im Eimer wäre, dann okay. Na, aber das glaube ich nicht. Also der Verkäufer hatte sehr gute Bewertung. Und von daher denke ich mal, dass die Platte laufen wird. Aus dem Peng, ich habe die mit PayPal bezahlt, also dann würde er einen auf den Deckel kriegen. Aber es gibt ja auch noch ehrliche Verkäufer. Ne? Ja, es ist ziemlich eng da. Ne? Also man muss da schon ein bisschen hin und her, aber es basteln und war auch ziemlich stramm drin. Deswegen habe ich dann auch gesagt, nee, das ist nicht so das Wahre, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Das habe ich jetzt zwischendurch auch getan. Ja, ja, dann kommen wir dann auch bald weiter in die BIOS-Geschichte. Das war sehr aufregend für mich, ne? Wie gesagt, nach dem ganzen Stress mit meiner Maschine. Und da kommen wir jetzt auch gleich hin. Ja, also Gott sei Dank hat er sie hier erkannt. Hat sie auch gleich gefressen. Bin ja begeistert mal gewesen. Ne? Man muss ja auch mal Glück haben und kann ja nicht immer ständig verlieren. Auch als Techniker muss man Niederlagen hinnehmen. Dann haben wir das Ganze erstmal gespeichert. Ja, und dann zack, erstmal zum Windows hochfahren. Und das zeige ich euch nochmal im Gerätemanager. Wie, ja. Also das ist hier ein kleiner Zeitsprung. So schnell ist sie nicht. Da ist sie dann auch bei Windows gleich erkannt worden. Er hat dann den Windows-Treiber installiert. Gut, man hätte jetzt noch versuchen können, den Samsung-Treiber zu installieren. Das habe ich auch, aber das hat nicht so richtig geklappt. Und da hatte ich jetzt auch nicht mehr so die Mühe drauf, mich da stundenlang mit zu beschäftigen. Ich wollte halt einen Leistungstest machen. Und den habe ich jetzt gemacht. Nochmal auf einer anderen Maschine, die besser bestückt ist. Und da ist auch die 840er Evo gegen die 950er 2.2 und die sieht hier die Werte, also ist schon recht gut, ist ein erheblicher Leistungszuwachs, kann man sich nicht beschweren, ne? Und die war gebraucht und war günstig. Ja, also da kann man echt wirklich nichts mehr zu sagen. Okay, dann können wir uns jetzt, sehen wir uns auch gleich in meiner berüchtigten Zentrale. So, da sind wir jetzt wieder zurück von unserem kleinen Ausflug in den Kryo-Adapter. Ja, also die Dinger scheinen nicht schlecht zu sein. War ja auch erst skeptisch. Es gibt ja auch in mehreren Ausführungen mit Kühlkörper, ohne Kühlkörper. Das ist halt günstiger. Man kann sich den auch mit Kühlkörper. Ich werde euch, wenn euch das interessiert, beide verlinken. Die Frage ist, ich habe Tests gelesen, wie es mit der 960er Evo ist, Samsung oder mit diversen anderen Platten. Es hat ja nun nicht die volle Geschwindigkeit erreicht. Ne? Das mag an Bord liegen, das mag an vielen Faktoren liegen oder am Treiber. Mit diesem Treiber von Samsung, da hatte ich wenig Erfolg, den zu installieren. Den wollte er irgendwie nicht. Ich konnte mich auf den Kopf stellen, ich habe sie ein paar Mal rausgeschmissen. Und dann hatte ich auch keinen Bock mehr, da noch weiter zu, auseinanderzusetzen. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal tun und schauen, dass man
für den Samsung-Treiber installiert. Dazu muss ich mich nochmal näher mit dem Support beschäftigen von Samsung. Vielleicht haben die da noch einen Plan, wie das ist und wie man das am besten hinbekommt. Aber ich halte euch da auf dem Laufenden. Wie gesagt, die mehr verschiedenen Ausführungen werde ich euch da unten in die Videobeschreibung verlinken. Ich kann es jedem nur empfehlen, der jetzt nicht die Möglichkeit hat, einen M.2, ja, der Lucky muss ich mal zusammenreißen, dass er nicht die Hälfte vergisst, Adapter oder ein Steckplatz drauf hat, der kann sich da nochmal einen Geschwindigkeitszuwachs holen und die SSDs, die M.2 sind ja auch nicht mehr so teuer. Ist dann einfach einfacher, als sich da vielleicht eine SSD einzusetzen. Ist hier zumindest schneller. Also der Preisunterschied ist nicht viel. Ja, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, wenn es euch gefallen hat und Spaß gemacht, bleibt auf dem Kanal, drückt den Abo-Button, freue ich mich drüber und liked mich. Liked das Video, wäre toll, freue ich mich drüber, weiß ich wenigstens mal wieder. Na, hast du doch mal vielleicht einigermaßen da gut was hinbekommen. Ja, stärkt mein Selbstbewusstsein. Nein, Quatsch. Wäre schön, freue ich mich drüber. Oder teilt es, dann kommen vielleicht auch auf Facebook oder andere Leute das mal zu sehen, wie das ist. Ja, und wenn er mögt, wie gesagt, das sind ja Affärslinks, nutzt sie, dann kann ich das Geld wieder in die anderen Projekte stecken. Es gibt ja eine kleine Provision. Muss ich jetzt immer jedes Mal sagen, nachher heißt das, hat er nicht gesagt, was ist. Also ich habe keine Mehrkosten davon. Ja, jetzt kann ich mich nur noch verabschieden. Na, wünsche euch noch einen schönen Abend. Bye bye. Es ist mal wieder spät geworden und ich muss mich langsam mal auf andere Dinge vorbereiten. Und wie gesagt, tschüss, bye bye und ich hoffe, wir sehen uns wieder auf meinem Channel zum nächsten Hardware-Check.